EAPO Productions liest Märchen aus Tausend und einer Nacht. Heute Geschichte des Prinzen Ahmed und der Fee Paribanu. Der Sultan, der des festen Glaubens lebte, ein solches Zelt, wie er verlangt hatte, könne gar nicht aufgefunden werden, erstaunte nicht wenig über die schnelle Rückkehr seines Sohnes. Er empfing das Zelt und wunderte sich über die Maßen, dass es so klein war. Noch höher aber stieg seine Bewunderung, als er es auf der oben erwähnten Ebene ausspannen ließ und sich überzeugte, dass noch zwei andere, ebenso große Heere wie das seinige, bequem darunter Platz gehabt hätten. Da er indes diesen letzteren Umstand als überflüssig und beim Gebrauch sogar unbequem hätte betrachten können, so vergaß der Prinz Ahmed nicht, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass die Größe des Zeltes sich stets der Stärke seines Heeres anpassen werde. Der Sultan von Indien stellte sich, als ob er seinem Sohn sehr dankbar für dieses prachtvolle Geschenk wäre, und bat ihn, der Fee Paribanu in seinem Namen schönstens zu danken. Zugleich befahl er, zum Beweis, wie hoch er dasselbe schätze, es sorgfältig in seiner Schatzkammer aufzubewahren. Allein in seinem Inneren erwachte jetzt eine weit ärgere Eifersucht, als seine Schmeichler und die Zauberin ihm eingeflößt hatten, wenn er bedachte, dass sein Sohn mit Hilfe der Fee Sachen ausführen könne, die unendlich weit über die Grenzen seiner eigenen Macht hinausgingen, obgleich er einer der gewaltigsten und reichsten Könige des Erdkreises war. Er wurde dadurch nur noch mehr aufgereizt, alles aufzubieten, um ihn zugrunde zu richten, und fragte die Zauberin darüber um Rat. Dies aber riet ihm, den Prinzen aufzufordern, dass er ihm Wasser aus der Löwenquelle bringen solle. Als nun der Sultan abends, wie gewöhnlich, seine Höflinge um sich versammelt hatte und der Prinz Ahmed ebenfalls zugegen war, so sprach er folgendermaßen zu ihm: »Mein Sohn, ich habe dir bereits innigen Dank für das Zelt ausgesprochen, das du mir verschafft hast und das ich als das kostbarste Stück in meiner ganzen Schatzkammer betrachte. Du musst mir aber noch einen weiteren Gefallen tun, womit du mich ebenso sehr erfreuen kannst. Ich habe nämlich gehört, dass deine Gemahlin, die Fee, sich eines gewissen Wassers aus der Löwenquelle bediene, um alle möglichen Arten von Fieber, auch die gefährlichsten, zu heilen. Da ich nun vollkommen überzeugt bin, dass meine Gesundheit dir sehr am Herzen liegt, so zweifle ich nicht daran, dass du die Güte haben werdest, für mich ein Gefäß mit solchem Wasser zu erbitten und es mir zu überbringen als ein Heilmittel, das nicht jeden Augenblick bedürftig werden kann. Erweise mir auch noch diesen wichtigen Dienst und setze dadurch deiner kindlichen Liebe, wie sie ein guter Sohn gegen einen guten Vater haben muss, die Krone auf.« Der Prinz Ahmed, welcher geglaubt hatte, der Sultan, sein Vater, werde sich mit dem Besitz eines so einzigen und nützlichen Zeltes, wie er ihm gebracht, begnügen und ihm keinen neuen Auftrag mehr aufbürden, der ihn bei der Fee Paribanu in Unkunst setzen könnte, war bei dieser zweiten Forderung sehr verdrießlich, obgleich seine Gemahlin ihm versichert hatte, dass sie ihm alles bewilligen werde, was in ihrer Macht stehe. Er schwieg eine Weile, ohne zu wissen, was er antworten sollte. Endlich aber nahm er das Wort und sagte: »Herr, ja, ich bitte dich, als gewiss anzunehmen, dass es nichts gibt, was ich nicht zu tun oder zu unternehmen bereit wäre, um dir etwas zu verschaffen, was zur Verlängerung deines Lebens beitragen kann. Nur wünschte ich, dass es ohne die Vermittlung meiner Gemahlin geschehen könnte, und kann es daher nicht wagen, mit Gewissheit zu versprechen, dass ich dieses Wasser bringen werde. Alles, was ich geben kann, ist die Versicherung, dass ich darum bitten werde, jedoch mit demselben Widerwillen wie bei dem Zelte.« Als der Prinz Ahmed nun am anderen Tage zur Fee Paribanu zurückgekehrt war, stattete er ihr einen aufrichtigen und treuen Bericht über alles ab, was er getan hatte und was am Hofe seines Vaters bei Überreichung des Zeltes vorgegangen war. Er meldete ihr dafür den großen Dank des Sultans und erzählte zugleich, welche neue Bitte er in seinem Namen an sie zu machen hatte. Er schloss mit den Worten: »Geliebte Prinzessin, ich teile dir dies alles nur als einen einfachen Bericht über das mit, was zwischen meinem Vater und mir vorgegangen ist. Im Übrigen kannst du tun, was du willst, und ich bin ebenso zufrieden, wenn du seinen Wunsch erfüllst, als wenn du ihn gar nicht berücksichtigst. Denn ich will nichts, als was dir angenehm ist.« »Nein, nein«, antwortete die Fee Paribanu,
Es ist mir sehr angenehm, dem Sultan von Indien zeigen zu können, dass du mir nicht gleichgültig bist. Ich will ihn zufriedenstellen, und welche Ratschläge ihm auch die Zauberin erteilen mag, denn ich sehe wohl, dass er nur auf sie hört, so soll er weder mich noch dich in Verlegenheit bringen können. Es liegt diesmal etwas Boshaftes in seiner Forderung, wie ich dir sogleich auseinandersetzen werde. Die Löwenquelle befindet sich nämlich mitten im Hof eines großen Schlosses, dessen Eingang von 4 ungeheuren Löwen bewacht wird, von denen immer 2 schlafen, während die anderen wachen, denn sie wechseln so miteinander ab. Lass dich indes dadurch nicht bekümmern. Ich werde dir ein Mittel an die Hand geben, vermöge dessen du ohne die mindeste Gefahr mitten durch sie hindurchgehen kannst. Die Fee Paribanu war eben mit Nähen beschäftigt, und da sie mehrere Zwirnknäuel neben sich liegen hatte, so nahm sie einen, überreichte ihn dem Prinzen Ahmed und sagte, »Zuerst nimm diesen Knäuel. Ich werde dir bald sagen, wozu du ihn gebrauchen kannst. Fürs Zweite lass 2 Pferde anschirren, eins, um darauf zu reiten, das andere, um es als Handpferd nebenher zu führen, belastet mit einem in 4 Teile geschnittenen Hammel, der noch heute geschlachtet werden muss. Drittens versieh dich mit einem Gefäß, das ich dir geben lassen werde, damit du das Wasser damit schöpfen kannst. Morgen in aller Frühe setze dich dann zu Pferd. Führe das andere Pferd am Zügel nebenher, und sobald du vor der eisernen Türe draußen bist, so wirf den Zwirnknäuel aus. Er wird dann anfangen zu rollen und immer fortrollen bis ans Tor des Schlosses. Du reitest ihm nach, und da das Tor offen sein wird, so wirst du die 4 Löwen erblicken. Die beiden Wachenden werden durch ihr Gebrüll sogleich die beiden anderen Schlafenden aufwecken. Erschrick indes nicht darüber, sondern wirf, ohne vom Pferd abzusteigen, jedem ein Hammelviertel zu. Hierauf gib deinem Pferd die Sporen und reite, so schnell du kannst, zur Quelle. Dort fülle, aber ohne abzusteigen, dein Gefäß und eile dann mit derselben Schnelligkeit zurück. Die Löwen werden noch mit Fressen beschäftigt sein und dich ungehindert hinausziehen lassen. Der Prinz Ahmed ritt am anderen Morgen zur Stunde, welche die Fee Paribanu bestimmt hatte, aus und vollzog Punkt für Punkt, was sie ihm vorgeschrieben. Er gelangte ans Tor des Schlosses, warf die Hammelviertel den 4 Löwen zu, ritt sodann unerschrocken mitten durch sie hindurch, kam bis zur Quelle und füllte sein Gefäß mit Wasser. Sodann kehrte er sogleich wieder um und gelangte gesund und wohlbehalten wieder zum Schlosse hinaus. Als er aber ein Stück Weges fortgeritten war, sah er sich um und erblickte 2 Löwen, die hinter ihm hersprangen. Er erschrak indes nicht, sondern zog seinen Säbel und wollte sich zur Wehr setzen. Da er aber unterwegs bemerkte, dass der eine in einiger Entfernung seitwärts ablenkte und mit Kopf und Schweif zu verstehen gab, er komme nicht, um ihm etwas zuleide zu tun, sondern um vor ihm herzulaufen, und dass der andere zurückblieb, um hinten nachzufolgen, so steckte er seinen Säbel wieder ein und ritt unausgesetzt bis in die Hauptstadt Indiens. Die beiden Löwen begleiteten ihn fortwährend und wichen nicht von ihm, bis sie vor das Tor des königlichen Palastes kamen. Hier ließen sie ihn allein hineinreiten und sprangen dann denselben Weg, den sie gekommen waren, zurück zum großen Entsetzen des Volkes und aller derer, welche sie erblickten und sich entweder versteckten oder rechts und links von ihrem Wege abflohen, obwohl die Löwen in gleichmäßigem Gange vorwärts eilten und durchaus mit keinem Zeichen ihre Wildheit verrieten. Mehrere Palastbeamte eilten sogleich herbei, um dem Prinzen Ahmed vom Pferde zu helfen, und begleiteten ihn bis vor die Zimmer des Sultans, der eben mit seinen Günstlingen sprach. Er näherte sich dem Throne, stellte das Gefäß zu den Füßen des Sultans, küßte den reichen Teppich, der die Stufen des Thrones bedeckte, stand dann wieder auf und sagte, »Herr, hier ist das heilsame Wasser, welches mein Herr in der Sammlung von Kostbarkeiten und Seltenheiten zu besitzen wünscht, die seinen Schatz zieren und bereichern. Indessen wünsche ich dir eine so vollkommene Gesundheit, dass du nie in den Fall kommst, Gebrauch davon machen zu müssen.« Als der Prinz seine Anrede geendigt hatte, hieß der Sultan ihn zu seiner Rechten Platz nehmen und sagte zu ihm, »Mein Sohn, ich bin dir für dein Geschenk umso mehr verbunden, als du dich mir zuliebe großer Gefahr ausgesetzt hast.« Er hatte dies nämlich von der Zauberin erfahren, die sowohl von der Löwenquelle als von der Gefahr wusste, welche mit dem Wasserschöpfen daselbst verbunden war. »Tu mir jetzt den Gefallen«, fuhr er fort, »und sage mir, durch welche Geschicklichkeit oder welche unglaubliche Kraft du dein Leben gesichert hast.« »Herr«, antwortete der Prinz Ahmed,
Ich kann dein Lob durchaus nicht annehmen, sondern es gebührt einzig und allein meiner Gemahlin, der Fee, und ich habe dabei bloß den Ruhm auszusprechen, dass ich ihren guten Rat befolgt habe.« Es setzte ihm hierauf auseinander, worin dieser gute Rat bestanden habe, und erzählte ihm die ganze Reise, die er gemacht und wie er sich dabei benommen. Als er zu Ende war, stand der Sultan, der ihn fortwährend mit großen Freudenbezeugungen, aber innerlich mit immer wachsender Eifersucht angehört hatte, auf, zog sich ins Innere seines Palastes zurück und ließ sogleich die Zauberin vor sich führen. Die Zauberin ersparte dem Sultan die Mühe, ihr die Ankunft des Prinzen Ahmed und den Erfolg seiner Reise zu erzählen. Sie war durch das Gerücht, das sich in der ganzen Stadt verbreitet hatte, gleich anfangs davon unterrichtet worden und hatte bereits ein Mittel ausgedacht, das sie für ganz unfehlbar hielt. Dieses Mittel teilte sie nun dem Sultan mit, und der Sultan erklärte es am anderen Tag in der Versammlung seiner Höflinge dem Prinzen Ahmed, der sich ebenfalls daselbst eingefunden hatte, mit den folgenden Worten: »Mein Sohn, ich habe nur noch eine einzige Bitte an dich, und dann will ich keine weiteren Ansprüche mehr auf deinen Gehorsam und Einfluss bei deiner Gemahlin, der Fee, machen. Ich wünsche nämlich, dass du mir einen Mann herbeischaffst, der nicht über 1,5 Fuß groß sei, einen 30 Fuß langen Bart habe und auf der Schulter eine 500 Pfund schwere Eisenstange trage, die ihm als ein an beiden Enden beschlagener Stab diene. Er muss übrigens auch sprechen können.« Der Prinz Ahmed, der nicht glaubte, dass es auf der Welt einen solchen Menschen geben könne, wie sein Vater verlangte, wollte sich entschuldigen. Allein der Sultan beharrte auf seiner Forderung und wiederholte ihm, die Fee vermöge noch weit unglaublichere Dinge. Als nun der Prinz am folgenden Tage in das unterirdische Reich Paribanus zurückgekehrt war, teilte er ihr die neue Forderung des Sultans, seines Vaters, mit und sagte, dass er diese Sache noch für weit unmöglicher halte als die beiden früheren. »Ich für meine Person«, fuhr er fort, »kann mir durchaus nicht denken, dass es auf der ganzen Welt eine solche Art von Menschen geben soll. Er will mich ohne Zweifel auf die Probe stellen, ob ich wohl einfältig genug bin, mir viele Mühe zu geben, denselben aufzufinden. Oder wenn es dergleichen gibt, so muss er die Absicht haben, mich zugrunde zu richten. Denn wie kann er verlangen, dass ich mich eines so kleinen Männleins bemächtigen soll, wenn es auf diese furchtbare Art bewaffnet ist? Welcher Waffen könnte ich mich bedienen, um ihn meinem Willen unterwürfig zu machen? Wenn es wirklich einen solchen Mann gibt, so bitte ich dich, mir ein Mittel zu sagen, wie ich mich mit Ehren aus diesem Handel ziehen kann.« »Mein Prinz«, erwiderte die Fee, »sei deshalb ohne Sorgen. Gefahr gab es bloß damals, als du dem Sultan, deinem Vater, Wasser aus der Löwenquelle bringen musstest, nicht aber jetzt, wo es sich darum handelt, den Mann aufzufinden, welchen er verlangt. Dieser Mann ist nämlich mein Bruder Scheibar, der zwar denselben Vater wie ich, aber sonst durchaus nicht die mindeste Ähnlichkeit mit mir hat. Denn er ist von so heftiger Gemütsart, dass er, sobald man ihm missfällt oder ihn beleidigt, sich durch nichts abhalten lässt, blutige Beweise seines Zorns zu geben. Sonst aber ist er der beste Mensch von der Welt und stets bereit, jede Gefälligkeit zu erweisen. Er ist ganz so gestaltet, wie ihn der Sultan, dein Vater, beschrieben hat, und fährt keine andere Waffe als die 500 Pfund schwere eiserne Stange, ohne die er niemals ausgeht und die er dazu benutzt, sich in Respekt zu setzen. Ich will ihn sogleich kommen lassen, damit du selbst siehst, dass ich die Wahrheit spreche. Bereite dich indes vor, dass du über seine seltsame Gestalt nicht erschrickst, wenn du ihn erscheinen siehst.« »Meine Königin«, antwortete der Prinz Ahmed, »du sagst, Scheibar sei dein Bruder? So hässlich und missgestaltet er auch sein mag, so ist mir dies allein schon genug, dass ich bei seinem Anblick nicht erschrecken, sondern ihn lieben, ehren und als meinen nächsten Angehörigen betrachten werde.« Die Fee ließ sich hierauf in die Vorhalle ihres Palastes eine goldene Rauchpfanne mit glühenden Kohlen und eine Kapsel von demselben Metall bringen. Aus der Kapsel nahm sie wohlriechendes Rauchwerk, das darin aufbewahrt war, und als sie es in die Rauchpfanne geworfen hatte, stieg ein dicker Rauch daraus empor. Einige Augenblicke nach dieser Zeremonie sagte die Fee zu dem Prinzen Ahmed: »Siehst du, Prinz, da kommt mein Bruder.« Der Prinz sah hin und bemerkte Scheibar, der nicht über 1,5 Fuß hoch war und mit seiner 500 Pfund schweren eisernen Stange auf der Schulter und dem stattlichen 30 Fuß langen Barte, das sich vorn in der Höhe erhielt, feierlich einherschritt. Sein Schnauzbart war verhältnismäßig dick und bis zu den Ohren aufgestülpt, so dass er beinahe das ganze Gesicht bedeckte.
Seine Schweinsaugen steckten tief in dem ungeheuer dicken und mit einer spitzigen Mütze bedeckten Kopfe. Außerdem war er vorn und hinten bucklig. Hätte der Prinz nicht vorher gewusst, dass Scheibar Paribanus Bruder war, so hätte er ihn nicht ohne das größte Entsetzen ansehen können. So aber war er beruhigt, erwartete ihn festen Fußes mit der Fee und empfing ihn, ohne die mindeste Verzagtheit zu verraten. Scheibar, der, als er näher kam, den Prinzen Achmed mit einem Blick ansah, welcher ihm das Herz im Leibe zu Eis hätte verwandeln können, fragte Paribano sogleich, wer dieser Mensch sei. »Lieber Bruder«, erwiderte sie, »das ist mein Gemahl. Er heißt Achmed und ist der Sohn des Sultans von Indien. Ich würde dich zu meiner Hochzeit eingeladen haben, allein ich wollte dich nicht von dem Kriegszuge abhalten, den du damals vorhattest, und von dem du jetzt, wie ich mit vielem Vergnügen gehört habe, siegreich zurückgekehrt bist. Bloß ihm zuliebe habe ich mir die Freiheit genommen, dich rufen zu lassen.« Bei diesen Worten blickte Scheibar den Prinzen Achmed mit einem freundlicheren Auge an, worin aber immer noch sein ganzer Stolz und seine ganze Wildheit zu lesen war, und sagte, »Liebe Schwester, kann ich in irgendetwas dienen? Er darf nur sprechen. Da er dein Gemahl ist, so halte ich es für Pflicht, ihn in allem, was er nur wünschen mag, gefällig zu sein.« »Der Sultan, sein Vater«, beantwortete Paribano, »ist neugierig, dich zu sehen. Ich bitte dich also um die Gefälligkeit, dich von ihm hinführen zu lassen.« »Er soll nur vorangehen«, erwiderte Scheibar. »Ich bin bereit, ihm zu folgen.« »Lieber Bruder«, versetzte Paribano, »es ist heute zu spät, um diese Reise noch zu unternehmen. Habe also die Gefälligkeit, sie auf morgen aufzuschieben. Dass indes gut ist, dass du von allem unterrichtet wirst, was seit unserer Verheiratung zwischen dem Sultan von Indien und dem Prinzen Achmed vorgegangen ist, so will ich es dir heute Abend erzählen.« Am anderen Morgen brach Scheibar, von allem, was ihm zu wissen nötig war, unterrichtet, mit dem Prinzen Achmed auf, der ihn dem Sultan vorstellen sollte. Als sie vor die Hauptstadt kamen und Scheibar sich am Tore zeigte, so wurden alle, die ihn sahen, beim Anblick dieser scheußlichen Gestalt so von Entsetzen ergriffen, dass sie sich in die Buden oder Häuser versteckten und die Türen hinter sich zuschlossen. Andere aber ergriffen die Flucht und teilten allen, denen sie begegneten, dasselbe Entsetzen mit, so dass sie sogleich umkehrten, ohne nur hinter sich zu sehen. Auf diese Art fanden Scheibar und der Prinz Achmed, die mit abgemessenen Schritten vorwärts gingen, alle Straßen und öffentlichen Plätze bis zum Palast des Sultans öde und menschenleer. Die Pförtner des Palastes aber ergriffen, statt wenigstens Vorkehrungen zu treffen, dass Scheibar nicht hereinkommen könnte, nach allen Seiten in die Flucht und ließen das Tor offen stehen. So kamen denn der Prinz und Scheibar unverhindert bis an den Beratungssaal, wo der Sultan auf dem Throne sitzend seine Befehle austeilte. Und da die Türsteher auch hier bei Scheibars Erscheinung ihren Posten im Stich ließen, so traten sie ohne Hindernis hinein. Scheibar näherte sich stolz und mit erhobenem Kopfe dem Thron, und ohne zu warten, bis der Prinz Achmed ihn vorstellte, redete er den Sultan von Indien mit folgenden Worten an. »Du hast nach mir verlangt? Hier bin ich. Was willst du von mir?« Der Sultan konnte nicht antworten, sondern hielt seine Hände vor die Augen und wandte sein Gesicht ab, um diese entsetzliche Gestalt nicht sehen zu müssen. Da ergrimmte Scheibar über diesen unhöflichen und beleidigenden Empfang, nachdem man ihn doch herbemüht hatte. Er hob seine Eisenstange auf und schlug sie mit den Worten »So sprich doch« dem Sultan auf den Kopf, so dass er tot niedersank. Dies geschah so schnell, dass der Prinz Achmed keine Zeit hatte, für ihn um Gnade zu bitten. Alles, was er tun konnte, war, dass er ihn verhinderte, auch den Großvezier totzuschlagen, der nicht weit von der Rechten des Sultans saß, indem er ihm vorstellte, dass er mit den guten Ratschlägen, die derselbe seinem Vater gegeben, nur zufrieden sein könne. »Diese da also«, sagte Scheibar, »habe ihm immer schlechte Ratschläge gegeben.« So sprechend schlug er die anderen Visiere rechts und links, welche sämtlich Günstlinge und Schmeichler des Sultans und Feinde des Prinzen Achmed waren. So viele Schläge, so viele Tote, und nur diejenigen entkamen, die der Schrecken nicht regungslos gemacht und gehindert hatte, sich durch die Flucht zu retten. Als das schreckliche Gemetzel zu Ende war, ging Scheibar zum Beratungssaale hinaus, und als er mit seiner Eisenstange auf der Schulter mitten auf den Hof gekommen war, sah er den Großvezier, der den Prinzen Achmed, seinen Lebensretter, begleitete, an und sagte zu ihm,
Ich weiß, dass eine gewisse Zauberin hier lebt, die dem Prinzen, meinem Schwager, noch weit aufsässiger ist als die unwürdigen Günstlinge, welche ich soeben gezüchtigt habe. Ich will, dass man diese Zauberin vor mich führe.« Der Großvezier schickte nach ihr, und man brachte sie, und Scheibar schlug sie mit seiner Eisenstange, indem er ihr zurief: »Ich will dich lehren, verderbliche Ratschläge zu geben und dich krank zu stellen.« Die Zauberin sank auf der Stelle tot nieder. »Das ist immer noch nicht genug«, sagte Scheibar. »Ich würde auch noch die ganze Stadt schlagen, wenn sie nicht augenblicklich den Prinzen Ahmed, meinen Schwager, als ihren Sultan und als Sultan von Indien anerkennt.« Alsbald riefen alle, die zugegen waren und diesen Ausspruch hörten, so laut sie konnten: »Es lebe Sultan Ahmed!« Und in wenigen Augenblicken widerhallte die ganze Stadt von demselben Rufe. Scheibar ließ ihm das Gewand des Sultans von Indien anlegen, setzte ihn feierlich auf den Thron, und nachdem er ihm hatte huldigen und den Eid der Treue schwören lassen, holte er seine Schwester Paribanu ab, führte sie mit großer Pracht ein und ließ sie als Sultanin von Indien ausrufen. Was nun den Prinzen Ali und die Prinzessin Nurunnihar betrifft, die an der soeben bestraften Verschwörung gegen den Prinzen Ahmed keinen Teil genommen, ja nicht einmal darum gewusst hatten, so wies ihnen Ahmed eine bedeutende Provinz an, um darin den Rest ihrer Tage zuzubringen. Auch schickte er einen seiner Beamten an seinen ältesten Bruder, den Prinzen Hussein, um ihm die eingetretene Veränderung anzuzeigen und das Anerbieten zu machen, dass er sich irgendeine Provinz im ganzen Reiche, welche er wolle, auswählen könne, um sie als sein Eigentum in Besitz zu nehmen. Der Prinz Hussein aber fühlte sich in seiner Einsamkeit so glücklich, dass er dem abgesandten Auftrag seinem jüngeren Bruder, dem Sultan, in seinem Namen herzlich für dies gefällige Anerbieten zu danken, ihn seiner Unterwürfigkeit zu versichern und ihm anzuzeigen, er bitte sich bloß die einzige Gnade aus, dass ihm erlaubt sein möge, in seiner selbstgewählten Zurückgezogenheit sein Leben zuzubringen. Dem Sultan von Indien gefielen die Geschichten, welche die Sultanin Schirsad ihm erzählte, dermaßen, dass er immer noch zu keinem Entschluss kommen konnte, ob er sie hinrichten oder am Leben lassen sollte. Die neue Geschichte, womit sie ihn jetzt unterhielt, begann sie in der nächsten Nacht mit den folgenden Worten: Die Geschichte der zwei neidischen Schwestern. Beim nächsten Mal. Stay tuned.